Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber wenn deine Kunstwerke nur noch Chaos aussehen, haben wir Hacks, die dich zum Meisterwerk führen. Wie soll ich mir denn das alles merken? Boah, die Prüfung ist in 2 Stunden. Lecker Gehirnfutter. Ja, vielleicht hättest du ein Plastikchen hinlegen sollen. Oh nee, das ist Lanas Telefon. Oh, die wird mich umbringen, wenn sie die Schweinerei sieht. Ah, sie kommt schon. Hast du mein Telefon gesehen, Adam? Was? Mensch, pass doch auf, wo du isst. Ach, sieh dir das mal an. Ekelhaft. Ja, ich fühle mich sehr schlecht, Lana. Wow, das hätte ich nicht erwartet. Ich bin gleich wieder da, ja? Wusstest du, dass Nudeln Kunst sein können? Statt nasse, klebrige zu benutzen, mach doch deine eigenen. Press Zuckerpaste in eine Spritze. Das sieht doch nicht nach Nudeln aus, oder? Ach, warte mal ab. Nimm eine durchsichtige Telefonhülle und drücke die Paste in diesem Muster aus. Boah, sieht schon wie Rabennudeln aus, oder? Je mehr du drückst, desto echter sieht es aus. Füge Akzente wie kleine Spiegeleier hinzu. Och, schau dir dieses winzige Stückchen Speck an. Hey, sorry, ich habe deinen Anruf verpasst. Wow, sieh dir das an. Sind das meine Nudeln? Adam, Finger weg von meinen Nudeln. Wer hätte gedacht, dass ich so gut im Malen bin? Pass doch auf, Adam. Sorry, mein Fehler. Oh, es wird ewig dauern, das aufzuräumen. Ich hol mal einen Mob. Ja, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Gib mir das Ding mal her. Jetzt übernehme ich, Adam. Mit Reinigungswerkzeug kann man tolle Kunstwerke schaffen. Besonders mit Wischköpfen. Schau zu, wie er gleich zaubert. Gieße etwas Farbe drauf. Schöne Farbwahl. Jetzt hebst du die Mitte an und drehst die Leinwand. Hör nicht auf zu drehen. Man sieht cool aus, oder? Wir sind aber noch nicht fertig. Wow, das ist aber eine Menge schwarze Farbe. Aber wenn du die Leinwand richtig schnell drehst, entsteht etwas sehr Interessantes. Wow, schau dir mal dieses Bild an. Sowas kannst du nicht mit Händen nachzeichnen. Ja, Putztage sollten öfters mal kommen. Spontane Movie Nights sind das Beste. Bis ein wichtiges Ereignis in die Quere kommt. Ich habe kein Geburtstagsgeschenk für meine Mutter besorgt. Ich bastle ihr einfach was. Mütter lieben sowas, oder? Geht's dir gut, Adam? Okay, das sollte reichen. Ja, also die Idee ist schön, aber das sieht ja jetzt nicht besonders aus. Ach, und du hast auch eine Schweinerei hinterlassen. Hey, das ist hübsch. Lass mich mal was ausprobieren. Möchtest du eine unvergessliche Geburtstagskarte erstellen? Dann klebt das Papier fest. Ja, und schabe etwas von der Kreide ab. Je mehr Farben, desto besser. Dann verwischst du sie mit deinem Finger. Misch die Farben Stück für Stück. Zeit für die zweite Hälfte. Und für einen lustigen Effekt. Mach jetzt ein anderes Muster. Zeit wieder zu wischen. Achte darauf, dass du alles schön zusammenfügst.
Wow. Gib dem Bild jetzt noch ein bisschen Tiefe. Sehr schön. Und deine Schablone hilft dir mit den Planeten. Mit Weiß machst du nicht nur coole Formen, du kannst auch Sterne machen. Vergiss aber nicht, alles zu verwischen. Das ist ein intergalaktisches Meisterwerk. Jetzt ist meine traurige Karte etwas Besonderes geworden. Ah, Mama. Bist du heute ein Künstler, Adam? Dieses Sandpapier macht tolle Formen. Danke fürs Warten, Adam. Och, endlich ist der Unterricht vorbei. Hey, sieht aus, als würde Vicky im selben Laden einkaufen wie du, Lana. Und ich dachte, diese Farbe wäre einzigartig. Mist. Ich werde dafür sorgen, dass du ein Unikat trägst. Ich hol mein Sandpapier. Bist du bereit? Los geht's. Ein Blatt Sandpapier und eine Schablone sind alles, was du brauchst. Mit Wachskreide malst du auf das freiliegende Sandpapier. Leg das T-Shirt flach hin und lege dann das Sandpapier mit dem Gesicht nach unten drauf. Als nächstes legst du Wachspapier darüber, um zu bügeln. Nach ein paar Minuten nimmst du alles runter. Jetzt bist du die Einzige, die so ein Shirt trägt, Lana. Ach, deine Kreativität hat meinen Tag gerettet, Adam. Und was werden wir als nächstes aufpeppen? In der Kunst geht es darum, im Fluss zu bleiben. Und nichts bringt dich aus der Ruhe. Nicht mal ein Freund mit einem Sandwich. Ach, na, so kann ich nicht essen. Okay, ich gehe wieder in die Küche. Dieser Teller ist gar nicht schmutzig. Na, dann schneid doch ein Loch hinein und verwandle den Teller in eine Palette. Verwende alte Flaschendeckel wie diese für die Farben, wenn du malst. Ich wette, Van Gogh wäre neidisch auf diese Palette. Und hast du das Durcheinander satt, Lana? Tada! Ich zeige dir, wie es funktioniert. Gib einfach die Farbe in die kleinen Kappen. Und jetzt hast du kein Farbchaos mehr. Und es ist genug Platz für einen Freund neben dir zu sitzen. Wie kann ich diese Nachricht romantischer gestalten? Oh, ich hab's. Hungrig? Nee. Was machst du? Ja, also ich weiß nicht. Das wirkt aber nicht sehr verlockend. Warum peppst du das nicht ein bisschen auf? Dann bekommst du vielleicht die Antwort, die du erhoffst. Schneide ein gefaltetes Stück Papier in dieses Muster. Wenn du es öffnest, ist es ein Herz. Aber wir sind noch nicht fertig. Falte das Herz so. Dann die obere Hälfte nach unten. So, jetzt hast du einen kleinen Umschlag. Probiere es in verschiedenen Größen aus. Nimm dir einen. Oh, danke. Ich stecke den Brief hier rein. Und ich werde ihn dann meiner Liebsten übergeben. Bist du ein Künstler? Dann lass deiner Kreativität freien Lauf und teile dieses Video mit deinen Freunden. Und falls noch nicht getan, abonniere 123Go für weitere großartige Tipps wie diese. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.